Ja, der BX Morning Call startet heute in die neue Woche. Mal wieder mit einem Gast freuen uns sehr, Herr Dr. Rutsch von AXA Investment Manager begrüßen zu dürfen hier in der Schweiz. Ja, wollen Sie kurz was zu sich und vielleicht auch zur AXA sagen? Gut, sehr gerne. Ja, AXA Investment Manager ist eine Fondsleitung, die hier in der Schweiz 100 Leute beschäftigt. Wir haben drei Geschäftsfelder. Zum einen verwalten wir natürlich Geld verwalten für die AXA Versicherungsgruppe. Zum anderen haben wir Anlagefonds, die wir über Banken, Vermögensverwalter vertreiben, also die für ihre Kunden erwerben. Und last not least tun wir selbstverständlich auch für Stiftungen, vor allem Vorsorgestiftungen, investieren. Das ist eigentlich das Geschäftsfeld, das ich am meisten damit zu tun habe. Ja, und Frau Swart, ich begrüße Sie natürlich auch. Ja. Freut mich sehr, wie gesagt, dass Sie zu Gast sind. Sie sagten schon hauptsächlich auch institutionelle Kunden, Vorsorgeeinrichtungen, Pensionskassen ist so das Hauptgeschäft, oder? Genau, genau. Wo grossmehrheitlich auch in Produkte, also Fonds bei uns investieren, ab und zu auch in Mandate. Ja, und in der Vorbereitung habe ich gesehen, auch die AXA ist sehr speziell und auch auf dem Thema Nachhaltigkeit sehr spezialisiert und schreibt es auch sehr groß. Ist das ein großes Thema noch oder ist es tatsächlich ein Modethema, das so langsam wieder abflacht? Nein, es ist immer ein grosses. Also die AXA ist da eigentlich auch sehr früh dabei gewesen, oder? Ist zum Beispiel schon frühzeitig aus Kohle, Tabak, solche Geschichten ausgeschickt. Und Nachhaltigkeit ist speziell auch ein Thema bei uns im Immobilienbereich, weil dort ist auch ein grosser Hebel, weil bekanntlich Immobilien sehr viel CO2 produziert. Oder? Da haben wir eigentlich klar einen Absenkungspfad definiert für das Immobilienportfolio, wo man entsprechend dran ist, das umsetzt und entsprechend auch investiert jedes Jahr in das Immobilienportfolio. Ja, das ist hauptsächlich bei institutionellen Anlegern wichtig. Wir an der Börse sehen es dann halt oft auch bei den Privatanlegern, wollen auch nachhaltig investieren. Wenn es dann aber darum geht, dass die Rendite dadurch geschmälert wird, dann wird das Nachhaltigkeitsthema gar nicht mehr so groß geschrieben. Ist auf der institutionellen Seite sicher anders, oder? Ich denke schon, ja, und ich glaube, dass massive Rendite-Einbuß man deswegen muss in Kauf nehmen, das ist auch nicht mehr garantiert überall so. Ich glaube, da muss man stark differenzieren. Und wenn man sich die Nachhaltigkeitsprodukte insgesamt anschaut, gibt es verschiedene Indizes und auch EU-Taxonomie und was es alles gibt. Gibt es noch jemand, der das überschauen kann? Also oder setzt sich irgendein Standard durch? Oder macht jede Gesellschaft so best guess, was sie denkt? Das ist eine gute Frage. In der Tat, glaube ich, fehlt ein bisschen unitäre Doktrin oder in dem Ganzen. Auch natürlich international, oder? Und die Branche hat sich zwar jetzt versucht, auch gewisse Standards zu geben, oder also Asset Management Association und so weiter. Aber ich glaube, das Ganze ist ein bisschen im Fluss, oder? Da wird sich vielleicht erst etwas herauskristallisieren. Und der Nachhaltigkeitstrend ist einer der großen Trends. Gibt es gerade noch andere Trends, die Sie sehen im Markt? Gut, ich denke, was sicher jetzt aktuell ein Trend ist, gerade bei den Vorsorgestiftungen, ist das ganze Thema rund um Infrastruktur, oder? Infrastruktur ist eigentlich ein Anlagethema, das jetzt in den letzten Jahren ist aufgekommen. Treiben so von zwei Seiten. Oder? Zum einen weiss man, dass international ist ein grosser Nachholbedarf, Infrastruktur zu verbessern, aufzurüsten. Oder? Und auf der anderen Seite wissen wir, überall hat man kein Geld mehr, Staatsverschuldung ist riesig. Also entsteht da ein Markt auch für Kapital zu geben drinnen, oder? Und die Infrastruktur bietet auch gewissen Inflationsschutz, oder? So wie der Mekano funktioniert, das ist sicher jetzt auf der anderen Seite das Thema, das wir spüren, das recht grosses Momentum hat. Und in was für Produkte werden da dann konstruiert oder auch investiert? Da gibt es ganz verschiedene im Angebot. Oder? Ich meine, Infrastruktur ist natürlich das Thema, eben, wo Nachhaltigkeit zum Teil beinhaltet. Oder? Stichwort Energiewende. Oder? Ich sage jetzt zum Beispiel Windparks, oder? Das ist ein typisches Investment. Aber da gibt es ganz verschiedene, oder? Es ist zum Teil auch für Flughäfen unter Infrastruktur, oder? Ist ein bisschen weniger nachhaltig, wenn man es genauer anschaut. Da gibt es eigentlich eine breite Palette und entsprechend auch an Produkten zum Investieren. Ja, und wenn man dann noch vielleicht auf die Pensionskassen schaut, hier gibt es dann auch immer die Abwägung, wie hoch darf das Risiko sein, aber man muss natürlich auch Rendite erwirtschaften. Wie ist da das Verhältnis? Ich glaube eigentlich, dass unsere Pensionskassenlandschaft das gut macht, gut schafft, oder?
Und das Einzige, was ich dazu würde sagen, ich glaube, das, was man kann machen, wird noch längstens nicht überall ausgenutzt, oder? Also sprich, eigentlich ist man ja relativ flexibel von diesen Vorschriften her. Man darf sogar auch einzelne übersteuern, wenn man es entsprechend begründet. Und ich würde mal sagen, sehr viele von diesen Stiftungen nutzen eigentlich die Flexibilität, die sie hätten, nicht aus, oder? Ich denke auch, Aktienanteile könnten theoretisch auch praktisch, die könnten bis 50% Aktien fahren, was sich eigentlich für einen langfristigen Investor anbietet. Und es gibt nur ganz wenige Vorsorgestiftungen, die das effektiv so umsetzen. Und das Vorsorgegeschäft ist bei Ihnen auch ein großer Baustein. Was macht das aus vom Volumen? Kann man das sagen? Ja, kann man so nicht sagen. Also Vorsorgegeschäft meint ihr jetzt nur von der Anlage her, weil die Versicherung selber macht natürlich auch Vorsorgegeschäft, oder? Über ihre eigene Sammelstiftung. Aber ich nehme an, ihr meint das rein bei uns im Anlagegeschäft, oder? Ja. Ich denke, das ist etwa geteilt zwischen, wie ich am Anfang gesagt habe, Kunden, die selber Produkte kaufen zum Weitervertrieben und Endanleger. Oder? Ja. So, du wolltest auch was. Ja, ich habe ein paar Fragen noch auf der Lauer. Zuerst einmal, Sie sind ja ein ausländischer Anbieter in der Schweiz. Korrekt. AXA. Ich habe mal die Performance angeschaut der AXA-Aktien, habe gesehen, über ein Jahr plus 30,5 versus 3,4 für den Index und über fünf Jahre plus 108,7 versus 56,4. Jetzt die große Frage: Hilft das Ihnen als Unternehmen, neue Kunden der Schweiz reinzuholen? Gibt es Möglichkeiten, dass Sie aufgrund dieser starken Performance des Hauptunternehmens, der AXA, dass Sie dann proven können, dass hier bei der AXA alles richtig und gut gemacht wird in Sachen Solidarität und Solidität des Unternehmens selber? Gute Frage. Also die Zahlen habe ich jetzt so nicht mal gekannt. Das ist natürlich höchst erfreulich, oder? Ich glaube eigentlich, die AXA-Gruppe ist einfach sehr eine gute, geführte Firma, oder? Und wie das vielleicht auch in die Versicherungs-DNA beinhaltet, der Firma, die natürlich eine langfristige Optik haben, eine gewisse Strategie. Ob uns jetzt die Zahlen helfen, ich denke, viele Leute so kennen sie jetzt auch nicht im Detail. Ich glaube, der Brand AXA ist sicher positiv behaftet, oder? Mit einer Versicherung im Hintergrund, wo vielleicht noch ein kleines Schweizer Element auch mitspielt, oder? Wie ihr wisst, mit der damaligen Winterthur. Und insofern, glaube ich, haben wir sicher doch einen Rückenwind von unserem Brand her. Zweite Frage, Sie sind ja auch sehr aktiv im Schulungswesen, Sie geben ja Unterricht und das alles. Wie sehen Sie jetzt momentan den Sentiment bei den Schülern in diesem ganzen Bereich? Ist da neue Konkurrenz, die kommt aus dem Internet, neue Vertriebspartner? Wie sehen Sie die ganze Landschaft in Ihrem Bereich, der jetzt momentan aktiv sind? Gut, ich denke, was man kann sagen, es passiert sicher eine gewisse Professionalisierung in dem Pensionskassensegment. Durch das eben hat es auch immer wieder Leute, die sich weiterbilden wollen, was positiv ist. Oder ich erinnere da, vor 20 Jahren hat es irgendwie vielleicht selbst bei einer grossen PK jemanden gegeben, der das noch im Nebenamt sich ein bisschen um die Anlage gekümmert hat. Oder heute hat vielleicht die Gleichstiftung ein Team von 3 bis 5 Leuten, die sich um das kümmert und auch entsprechend sich spezialisiert hat, oder? Brauchen vielleicht heute auch einen dezidierten Immobilienchef oder entsprechend ein Portfolio. Und auf der anderen Seite sagt ihr richtig, oder müsst ihr auch im Bereich von der Digitalisierung weiterbilden. Das ist schon ein grosses Thema für die zwei Säulen natürlich. Insbesondere auch für Kommunikation mit ihren Versicherten, oder? Eben, das meine ich, dass der ganze Aspekt von der Kommunikation, von der Performance, aber normales in der Vergangenheit, haben wir gesehen, dass die Pensionskassengeschichte nicht so, genau, die Performance-Ausweis nicht so transparent, man hat es nicht so verstanden, oder? Und ich glaube, die Ansprüche von der Versicherten an ihre Stiftung sind ja stark geschickt, oder? Und das ist legitim, oder? Die wollen wissen, nicht nur auf der Anlagenseite, was geht, oder? Aber die wollen vielleicht auch nicht nur alles Jahr auf Papier einfach den Vorsorgeausweis bekommen, sondern wird idealerweise vielleicht online können schauen, was macht, oder ein Simulationstool haben, wenn ich jetzt einzahle oder rausnehme, all solche Themen. Und das ist ja heute eigentlich alles technisch gut machbar. Und meine dritte Anschlussfrage ist noch, es gibt eine grosse Frage bei der Pensionskasse, die Zinsen sind ja viel tiefer wie vor 20 Jahren, die ganze Kostensituation, oder? Werden Sie auf das angesprochen von Ihren Kunden, wie die Kosten sind, wo Sie für Ihre Pensionskassenlösungen anbieten? Wie ist die Relevanz zwischen Performance und Kosten, oder? Wird da genau jetzt mehr Druck auf Sie ausgeübt? Werden in den Preisverhandlungen, wird die Aspekt, jetzt kommt das mehr rein, oder ist das immer noch nicht so wichtig, sondern einfach gesamthaft Performance? Wie ist der Kundenkontakt mit Ihnen in Sachen Performance, Kosten? Wie spielt sich das Gespräch ab mit Ihren Kunden? Also Kosten sind sicher regelmässig ab und an ein Thema.
Und ich glaube, da gibt es vielleicht einfach zwei Sachen dazu sagen, die mir wichtig sind. Was nichts kostet, ist nicht wert, oder? Das ist nicht nur in diesem Geschäft so. Und zweitens, ich glaube, was zählt, ist Nettorendite, oder? Und wenn ihr natürlich nachhaltige, bessere Nettorendite könnt aufteilen könnt, glaube, dann fragt niemand mehr nach den Kosten, oder? Eben. Das Problem ist dann, wenn ihr hinten an seid und entsprechend ein Tier habt, das überdurchschnittlich ist. Aber ich meine, ihr wisst, oder? Heute liegen wir bei einem Tier, bei der Vorsorgestiftung von vielleicht 50 Basispunkten, und da scheint mir eigentlich einen sehr vernünftigen Wert. Mhm. Also wenn wir vergleichen mit Privatkundengeschäft oder so. Das ist klar. Und noch eine letzte Frage, die mich interessiert hat. Es gibt immer ein grösseres Thema für Private Markets, oder? Mhm. Wie ist das bei der AXA? Ist das ein neues Thema für Sie, Private Markets? Oder ist das etwas, was sich entwickelt? Wie gross ist der Anteil von den Assets, die Sie drin haben in den Private Markets? Weil das ist jetzt ein ganz neues Modethema. Ich denke an Blackstone, ich denke an Partners Group und auch die UBS, wo jetzt langsam in das Geschäft hineingeht, oder? Wie sehen Sie der Bereich von der Anlageklasse, ja, von Private Markets? Modethema würde ich jetzt eigentlich ein bisschen bestritten, oder? Weil das hat es ja immer gegeben in dieser Form. Es hat jetzt einfach an Begütung gewonnen, denke ich, weil die Listed Markt ja grossmehrheitlich nur noch passiv umgesetzt werden und entsprechend dort nicht mehr so viel oder überhaupt keine Alpha mehr zu holen scheint, oder? Und darum gewinnen die Privatmärkte. Wir sind dort natürlich seit vielen Jahren aktiv, insbesondere im Immobiliensegment, oder, wo wir sehr gross sind. Wir sind eigentlich in der AXA Investment Management zwei Divisionen, oder? Teil, wo eigentlich traditionelle Anlagen abdeckt, und wir in der Alternative Division. Bei uns beinhaltet das eigentlich genau die Themen Immobilien, aber auch Private Debt, zu einem kleinen Teil auch Private Equity. Und das sind in der Tat, oder, meine, die gleiche Frage da die gleiche Thematik wie mit Infrastruktur, oder? Wieso wird es immer vermehrt zum Thema, oder? Es gibt ja auch noch so eine kleine Disintermediation, die aus Amerika kommt, dass man sieht, dass eigentlich immer weniger vom ganzen Finanzierungsmarkt über die Banken läuft. Das heisst, wer macht denn die Finanzierung? Eben AXA. Irgendein Fonds, ja, ganz genau. Oder ein, was weiß ich, ein privates Vehikel, auf jeden Fall keine Bank. Oder? Das ist vielleicht ein Treiber für Private Credit und Private Equity, meine ich, das hat es immer gegeben. Oder? Private Equity ist natürlich ein Ausfluss, weil auch die börsenkotierten Firmen immer mehr unter Regulierung leiden. Oder? Also sagt man sich vielleicht, in Amerika ist auch der Spruch gekommen, eigentlich, oder die Entwicklung, dass es irgendwann mehr LBO gegeben hat als IPO. Nein. Das habe ich noch spannend gefunden. Oder? Das zeigt ja eigentlich ja, auch der Mechanismus, was passiert. Also LPO, warum macht man das? Man nimmt eine Firma von der Börse, weil man wüsste es besser. Vielleicht will die restrukturieren, in Ruhe können arbeiten und nicht alle Quartal irgendwie etwas rapportieren. Ich glaube, Sie haben recht, oder? Also ist jetzt eine lange Antwort auf die Frage, aber ich glaube, die verschiedenen Segmente von Private Markets, die sind immer da gewesen, aber die gewinnen jetzt einfach relativ an Bedeutung. Ich sehe es einfach nur zum Schlusspunkt, vielleicht einfach, wenn ich sehe, Performance von Blackstone und KK und die Firmen, oder? Ja. Was die für eine Performance in den letzten 3 oder 5 Jahren gemacht haben, gegen traditionelle Banken, sage ich jetzt, oder? Und aus dem Grund habe ich gesagt, es ist ein spannendes Thema, oder? Wie tun Sie das als AXA betrachten, wie sie von dem profitieren, weil sie sind ja relativ sehr grossen Anbieter im europäischen Landscape im Schlussendlich. Aber wie gesagt, wir profitieren sicher dadurch, dass wir im Immobilien, ich meine, wir sind der grösste Immobilien-Assetmanager in Europa, und da rede ich jetzt auch nicht von quotierten Immobilien, sondern wirklich direkte Immobilien, also auch Teil von Private Markets, und da sehen wir sicher eine starke Nachfrage über die letzten Jahre. Haben wir eben verschiedenste, auch grosse Stiftungen, die mit uns in Immobilien-Ausland investiert haben. Dann, wie gesagt, sind wir natürlich auch in diesem Kreditbereich sehr aktiv. Oder? Wir haben zum Beispiel auch Produkte im Bereich Insurance-Linked Securities, so eine Anlageklasse, die eigentlich wieder sehr positiv gelaufen ist. Und in dieser ganzen Palette, oder, von Senior Loans bis zur Direct Lending, haben wir also durchaus auch interessante Angebote. Vielleicht noch eine Anschlussfrage, auch eine aktuelle Frage. Zinsniveau wird, so wie es aussieht, wahrscheinlich nochmal eine Zinssenkung oder in Amerika kommen. Europa müssen wir mal noch schauen, wie sich auch die Inflation erwartet. Ist das ein Thema für die Pensionskassen, ein schwieriges Thema, oder ist da alles eingepreist? Ich glaube, Pensionskassen sind ja grundsätzlich mal froh, dass wir die Ära der Negativzinsen hinter uns lassen können, oder?
Und ich glaube, die können mit der aktuellen Situation gut leben. Oder wenn ihr anschaut, wo liegt von einer durchschnittlichen Vorsorgestiftung, wo liegt die Zollrendite, die liegt vermutlich irgendwo zwischen 2-3%. Und ich meine, die mit einem guten, diversifizierten Portfolio, klassisch irgendwie ein Drittel Aktien, ein Drittel Bonds, ein Drittel Immobilien, könnt ihr das eigentlich überall along, im Schnitt. Also mit dir gesagt, könnt ihr das sicher erwirtschaften. Aber ich sage über die Kosten, habe ich am Anfang immer gesagt, die entscheidende Frage ist immer, Kosten bei der ganzen, weil ich glaube, die Technologie, die sie einsetzen, ist absolut spannend, oder? Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man die Kostenfrage einfach auch dort thematisiert, oder? Es gibt viele gute Anbieter, wo die Kosten relativ hoch sind, oder? Auf dem Papier sieht es gut aus, aber wenn man die Kosten nach Kosten, Performance nach Kosten, geht das ganze Konzept zusammen, oder? Und darum habe ich gerade am Anfang gesagt, wie ist bei Ihnen die Kostensituation, oder? Ja, und dann noch meine Lieblingsfrage zum Abschluss, wenn wir so einen Anlageprofi zu Gast haben, wie investieren Sie selber denn Ihr Geld, wenn Sie was dazu sagen möchten? Ist eigentlich relativ banal bei mir. Ich tue einen regelmäßigen EPK in meine eigene Pensionskasse einzahlen, weil A, habe ich dann nichts damit zu tun und B, wird das professionell investiert und C, habe ich noch einen Steuervorteil. Und ich kann das nur jedem empfehlen, der die Möglichkeit auch hat. Oder? Die meisten Leute haben das, gewisse Lücken. Oder kann ich irgendwelche Zusatzpläne finanzieren? Ja, herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Rutsch, für das Interview. Danke vielmals. Dir auch vielen Dank. Und weiterhin viel Erfolg.